Wer ist der richtige Therapeut für dich und welche Therapie ist die richtige Therapie für dich und dein Tier? Das sind die großen Fragen, die man sich manchmal stellt, auch ich mir natürlich stellen muss ab und an, wenn es bei uns in der Familie Hilfe braucht und ich dann denke, wo gehe ich jetzt hin? Und was sind Dinge, an die du denken kannst oder an was kannst du vielleicht für dich sehen, dass das das Richtige ist oder der richtige Weg? Ich weiß, dass wir ganz häufig mit anderen Menschen auch über die Themen sprechen. Ah, was hast du für Erfahrung? Wo warst du? Was hat dir geholfen? Und ganz häufig nehmen wir einfach diese gut gemeinten Ratschläge und gehen dann einfach mal dahin. Und vielleicht merkst du dann auf dem Weg, irgendwie passt das gar nicht so zu mir. Und den richtigen Therapeuten zu finden für dich und dein Tier oder einfach für dein Tier, es ist aber auch irgendwie für dich, weil du sprichst ja, ist gar nicht so einfach, ist aber so essentiell wichtig. Weil wir sind ja hier in einem sehr engen Austausch, es ist etwas extrem Persönliches und gerade wenn es um dein Tier geht, dann ist es eine sehr persönliche Entscheidung, du wirst dein Herz ausschütten, du wirst dich wahrscheinlich auch dein Innerstes auch mal mit deinem Therapeuten dann besprechen müssen, weil Tiere und Menschen sind einfach nicht getrennt, wir sind im System und ich habe so vieles schon mit Tierbesitzern austauschen können, weil sie einfach sagt, plötzlich merke ich so, da ist eine Trauer oder da ist irgendwas und ich frage so, was war denn? Und dann kommt so, wir hatten Streit zu Hause, wissen Sie, mein Mann, der zieht gerade aus und so. Und dann kommen wir so in sehr persönliche Gefilde. Und für mich ist ganz wichtig, dass mein Gegenüber, wenn ich zu einem Therapeuten gehe, dass der diesen Raum halten kann, dass er nicht zurückschreckt vor Themen, die auch ich als Mensch habe, auch wenn ich mit meinem Tier gehe, der damit umgehen kann, wenn ich mit meinem Tier irgendwo bin, der auch mit meinen Ängsten umgehen kann, mit meinen Sorgen, der mich da ernst nimmt, der mich sieht. Und ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dass wir merken, dieser Mensch, der gegenüber sitzt, der mag Menschen. Das ist so eine Aussage, die ich wirklich hier ganz bewusst mache, weil ich viele Tiertherapeuten kenne, die Menschen nicht mögen. Sie mögen Tiere, aber sie mögen nicht Menschen. Und du hast es vielleicht von mir auch schon gehört, wenn du mir schon länger folgst. Ja, meine Vergangenheit, ich bin Einzelkind und Menschen waren für mich relativ suspekt. Tiere waren für mich immer so meine Welt, aber Menschen, ja, mit Menschen konnte ich nicht so. Die haben mich häufig enttäuscht, die haben mich nicht verstanden. Damals sowieso, ich war ein hochsensibles Kind und das gab es damals ja noch nicht so, oder das wurde nicht so, es war nicht so bekannt und man hat darauf auch nicht wirklich Rücksicht nehmen können. Und für mich waren Menschen manchmal ganz schwierig einzuschätzen. Ich fühle, ich sehe, ich nehme wahr und irgendwie ist aber die Reaktion im Außen eine ganz andere und meine Reaktion hat dann irgendwie auch nie gepasst. Ja, und deswegen war für mich der Weg zum Tierarzt und Tierhomöopathen ein Weg zurück in die Liebe zum Mensch. Weil die Menschen mit ihren Tieren zu mir gekommen sind und ich irgendwann gemerkt habe, hey, es geht nicht ohne Mensch, es geht nicht, wenn ich den Menschen nicht verstehe. Und es gibt nach wie vor Menschen, die passen nicht zu uns, die passen nicht in die Praxis, die passen nicht zu mir. Und es gibt Menschen, die liebe ich schon nur vom ersten Gespräch an am Telefon. Es ist so wichtig, dass das resoniert, dass du jemanden hast, wenn du zu jemandem gehst, der dich wirklich mag, der dich wirklich schätzt, der dich als Tierhalter unvoreingenommen wahrnimmt und dich sieht mit deinen ganzen Themen und dich dort abholen kann, wo du bist. Natürlich muss er ein super Therapeut sein für dein Tier, aber das reicht nicht. Das alleine reicht nicht, wenn die Resonanz zum Tierhalter nicht stimmt. Und das ist etwas vom Allerwichtigsten. Und ich habe so häufig Menschen bei uns sitzen, wo ich merke, die entspannen sich im Gespräch immer mehr und dann kommen dann auch die wichtigen Informationen, weil sie sich plötzlich
entspannen können, weil sie merken, hey, hier bin ich nicht falsch, egal was ich sage, es ist gut, es ist richtig. Auch Ideen, die sie bringen, die vielleicht in ihrer Welt dann ja, Sinn machen. Ich nehme alles wahr, ich finde das so wichtig, das auch ernst zu nehmen. Und wir haben bei uns alles so für viele verschiedene Menschen, aber ich sehe immer so, dass die Essenz versuche ich zu sehen. Das ist sowieso für uns Homöopathen, ist das, wir sehen die Essenz vom Menschen. Und auch wenn Menschen zu uns kommen, die sehr skeptisch sind zu Beginn oder viele Ängste haben oder vielleicht auch schon mal nicht so gut behandelt wurden, aus der Schulmedizin, aber auch von Therapeuten, die ein bisschen traumatisiert sind, und es gibt mehr, als man meint. Also wenn du schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, du bist nicht alleine damit. Das sehen wir ganz, ganz häufig. Und da nehme ich auch Rücksicht darauf, da versuche ich auch diese Thematik aufzugreifen und da einfach mal zu zeigen, hey, hier läuft's anders, wir bewerten nicht, weil das ist etwas, was wir wirklich nicht tun. Und ich glaube, diese Resonanz, dieses Vertrauen, diese grundlegende Achtsamkeit zwischen Mensch und Tier, das muss einfach gegeben sein. Weil sonst ist egal, wie toll dein Therapeut ist, es ist immer dieser komische Nebengeschmack, es ist so diese Hemmung, die immer da ist. Du musst im Notfall deinem Therapeuten alles anvertrauen dürfen. Alles, auch als wenn es dein Tiertherapeut ist. Ich habe Menschen am Telefon am Wochenende im Notfall, die nur noch weinen, weil sie am Ende sind mit ihrer Kraft, weil sie sagen, ich mach doch schon alles und es hilft nichts und ich weiß nicht mehr weiter. Und manchmal habe ich Menschen, die sind so richtig sauer und sagen, das hilft einfach nichts und warum machen wir das? Und dann darf ich als Mensch, ich als Therapeut diesen Raum halten und ich darf nicht getriggert werden von solchen Dingen, sondern ich muss einfach bei mir bleiben und genau sehen, dieser Mensch ist in der Not. Alles, was hier gerade gesprochen wird, hat mit ihm zu tun und nicht mit mir. Und wie kann ich jetzt das drehen? Wo muss ich jetzt helfen? Ist es beim Tier, ist es beim Mensch, bei beiden? Was für Worte wähle ich weise und genau, um diesen Menschen wieder abzuholen? Und das muss dein Therapeut können, dein Tiertherapeut. Und ganz häufig ist es so, dass halt Tiertherapeuten oder sonst Therapeuten einfach so diesen Job sehr gut machen. Wirklich grandios in der Mittelwahl, grandios in ihrem Wissen. Aber als Mensch vielleicht in dem Moment nicht in der Lage, diesen Raum zu halten und adäquat zu reagieren. Und vielleicht wird auch die eigene Schwäche getriggert in dem Moment und dann kommen die Emotionen hoch. Und ich bin nicht frei davon. Auch ich hatte das. Und auch ich darf immer wieder hinsehen, wer spricht gerade, der Therapeut oder ich als Mensch. Und wir müssen das können. Das andere ist, Therapeuten dürfen mitfühlend sein. Dein Therapeut darf mitfühlend sein. Das ist das, was wir häufig in der Schulmedizin ein bisschen vermissen, das Mitfühlende. Also, dass wir merken, dass unser Tier unserem Gegenüber nicht egal ist, sondern dass wir wirklich merken, das liegt meinem Therapeut am Herzen, weil das ist ja, warum ich dort bin. Ich möchte doch, dass mein Tier, wenn ich zu einem Therapeuten gehe, das wichtigste Tier in dem Moment ist für meinen Therapeuten, dass er sich wirklich die Zeit nimmt und den Raum diesem Tier helfen zu wollen, egal was es benötigt. Deswegen bin ich da. In der Schulmedizin ist es so ein bisschen, also gerade in Tierkliniken habe ich das häufig jetzt gehört und auch selber erlebt. Nicht immer, muss man auch sagen, es ist auch wieder menschabhängig, dass halt wirklich so ein bisschen abgearbeitet wird und das Tier auch keinen Namen mehr kriegt, sondern vielleicht eine Nummer oder den Namen des Besitzers, dass es nicht mit Namen angesprochen wird, dass es nicht wirklich angeschaut wird. Diese Zeit, und es braucht ja gar nicht so viel Zeit, aber dass diese Zeit sich nicht genommen wird, um wirklich zu erkennen, wer da vor einem ist. Und
Ich habe das ganz stark im Studium so kennengelernt, in der Klinik, in den Nachtdiensten. Da geht es wirklich, wirklich darum, dass man die Zeit, dass man durchkommt mit der Zeit, weil es immer so stressig ist. Deswegen verstehe ich das auch. Ich selbst bin aber der Meinung, es braucht es trotzdem. Egal was, egal wie stressig es ist, der Kunde darf das nicht fühlen und nicht sehen. Ich muss das im Griff haben. Und wenn es dieser Schalter ist im Kopf, den ich umschwenke, auch ich bin nicht immer frei von Problemen. Auch ich habe mal einen Tag in der Praxis, wo ich am liebsten zu Hause geblieben wäre, unter der Bettdecke. Natürlich, wir sind alles Menschen. Es geht aber darum, in dem Moment, wenn ich dort bin und jemand am Telefon habe oder bei mir ist, dann ist dieser Schalter, ich bin jetzt Therapeut und ich muss jetzt hier das Beste geben. Und da hat mein Privatleben einfach keinen Platz. Und das muss ein Therapeut, das dürfen wir erwarten. Wir dürfen das wirklich erwarten. Ich habe vorher erwähnt, eben, es ist wichtig, dass man den Richtigen für sich findet. Und wir sind nicht die Richtigen für jeden. Und du bist vielleicht auch nicht die Richtige für jeden. Und deswegen ist es ja so schön, haben wir so viele verschiedene auf der Welt. Es gibt einfach bei uns die Möglichkeit, uns wirklich kennenzulernen, bevor man zu uns kommt. Du hast bei uns zuerst ein kostenloses Erstgespräch, wo wir überhaupt schauen, ist das Richtige für dich, der Weg, den wir gehen, die Dauer und so weiter. Und dann, wenn das passt für beide, dann geht es nochmal in ein kostenloses, in einen kostenlosen Zoom-Call, wo wir zusammen wirklich sprechen, wir uns kennenlernen, du uns kennenlernst und erst dann wird entschieden, ob wir zusammenarbeiten. Das heißt, du kaufst nicht mal die Katze im Sack, sondern weißt ganz genau, mit wem du dann zusammenarbeitest. Und auch für mich als Therapeut, ich weiß auch, doch, dieser Tierhalter mit dem Tier, der passt zu uns, mit ihm können wir arbeiten, wir können helfen. Da stimmt die Resonanz, da stimmt die Einstellung, weil auch für uns ist es sehr wichtig, dass das stimmt. Und das unterschätzen auch viele Therapeuten manchmal. Wir dürfen auch mal sagen, nein, das passt uns nicht. Ich kann dir sagen, wer zu uns kommt. Unser Kunde ist in der Selbstverantwortung. Unser Kunde weiß, dass man nicht sein Tier bei uns abstellen kann und es wieder abholen kann und dann ist es geheilt. Wir erwarten von unseren Tierhaltern, dass sie sich wirklich auch darum kümmern, um was das Tier bekommt, wie wir arbeiten. Es ist wichtig für die ganzheitliche Gesundheit und diesen Weg, dass man als Tierhalter das ein bisschen versteht. Wir geben dir alles mit, was du benötigst, um das zu verstehen. Aber natürlich musst du selber dich, ja, musst du es lesen oder mal anschauen. Bei uns kriegst du wirklich ganz, ganz viele Informationen mit. Aber wenn man dann sich halt dafür nicht interessiert, dann kann ich auch nichts tun. Und damit meine ich ein bisschen diese Selbstverantwortung, dass du das auch möchtest. Was ich voraussetze, ist Offenheit und Ehrlichkeit. Was ich ablehne bei uns in der Praxis, sind Menschen, die zu uns kommen und einfach mal nur über andere Menschen urteilen und alles war schlecht vorher und wir sind jetzt diese Götter, die alles heilen sollen. Das ist ein Kriterium, was ich sage, nein, sorry, bei uns bist du falsch, weil jeder Therapeut hat etwas mitgegeben. Ich kann dir sagen, ich habe in meinen wirklich Jahren von Ausbildung, und das ist bis heute, ich bin immer irgendwas am Lernen, schon so viele Kurse und Therapeuten und Coaches und Mentoren kennengelernt. Und auch wenn ich vielleicht zu dem Moment gedacht habe, es passt vielleicht nicht ganz oder es ist nicht das, was ich erwartet habe, ich habe immer geschaut, was habe ich gelernt. Und manchmal ist es so, dass ich Jahre später so davon profitiert habe, dass ich das vor Jahren vielleicht gemacht habe, obwohl ich damals gedacht habe, ey, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Und jetzt merke ich so, wow, ich bin so froh, habe ich es gemacht, weil jetzt lohnt es sich. Und Menschen, die alles verurteilen und sagen, ah, es war zu teuer oder es hat ja nichts gebracht oder das kenne ich schon, das ist eine Einstellung, die dich einfach nicht weiterbringt. Weil es hat immer mit dir zu tun, was du lernst, was du mitnimmst und es hat mit Selbstverantwortung zu tun.
Und damit, dass du auch dir und deinen Entscheidungen vertrauen kannst. Und wenn ich etwas buche, dann vertraue ich mir voll und ganz in dieser Entscheidung. Und ich für mich entscheide mich immer dafür, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt. Und egal, was es bringt, ich weiß, es ist gut für mich. Und manchmal sind halt die Erfahrungen, die man macht, die vielleicht nicht so sind, wie man sich das erhofft hat, genauso gut für einen. Und deswegen gibt es eigentlich nicht so Blaming und Bashing von anderen Menschen, dass dieser Tierarzt hat mein Tier getötet oder so, das höre ich natürlich auch. Finde ich schade. Es ist auch wichtig, dass man diese Dinge nicht mitnimmt zum neuen Homöopathen. Man darf das mal ansprechen, dass man eine schwierige Zeit hatte oder etwas Schlimmes erlebt hat. Aber es geht darum, auch immer die Selbstverantwortung zu tragen. Häufig höre ich nämlich, ich habe damals nicht getraut, Stopp zu sagen oder ich habe damals nicht nachgefragt. Und das sind Dinge, das geht um Selbstverantwortung. Da geht es nicht darum, jemanden zu beschuldigen, weil ich gehe immer davon aus, dass eigentlich das Gute im Menschen wirklich zuvorderst ist. Und deswegen ist es für mich eigentlich das A und O, dass unsere Tierhalter in dieser Selbstverantwortung zu uns kommen, weil sind wir ehrlich, sonst sind wir sowieso die Nächsten. Und das möchte ich nicht. Das ist schade für die Zeit und die Investition an Energie, die wir getätigt haben, wir und der Tierhalter. Genau. Also es gibt viele Dinge, die wir beachten können. Dann gibt es natürlich auch die Fakten. Die harten Fakten, die wir prüfen können. Du kannst prüfen, was hat dieser Therapeut gemacht? Wie ist seine Ausbildung? Wo hat er studiert? Du kannst das nachprüfen. Du kannst dort mal schauen, was ist das für eine Universität? Was ist das für eine Schule? Ist das ein Abendkurs? Ist das ein mehrjähriges Studium? Damit du auch ein bisschen die harten Fakten hast. Also wir haben zum Beispiel Homöopathie über mehrere Jahre studiert. Und das ist kein Abendkurs, sondern ein intensives Studium gewesen mit Diplomarbeit, mit praktischen Kursen. Wir haben über 1000 Stunden Homöopathie gemacht. Und Medizin natürlich. Und ich bin noch Tierärztin auch, also ich habe da mehrere Jahre studiert und bin Tierarzt, habe auch als Tierarzt gearbeitet. Das sind Dinge, das sind harte Fakten. Und das ist wichtig, weil es gibt so viele kleine Kurse und Zertifizierungen in jeder Form und man muss nicht alles glauben, was das Internet sagt. Und das ist wichtig, dass man auch da wirklich mal hinschaut, ist das wahr, was steckt da dahinter? Und ja, vielleicht kannst du auch mal nachfragen an Referenzen, falls die nicht auf der Homepage sind. Und was mich persönlich auch immer, ich finde das wichtig, dass man auch weiß, wie diese Person aussieht. Und ich finde das schade, dass sich Therapeuten manchmal nicht zeigen auf der Homepage. Aber ich finde das doch wichtig. Es ist doch auch immer das Gesicht und die Person, die muss einem ansprechen. Und dann darf ich mal schauen, wie arbeitet diese Person? Ist die denn immer verfügbar? Ich finde es unglaublich wichtig, gerade in der ganzheitlichen Gesundheit, dass unsere Therapeuten wirklich da sind. Dass sie abkömmlich sind, dass sie verfügbar sind. Ich höre so häufig, dass sie nicht zurückrufen oder dann erst nach ein paar Tagen. Und das ist so, so wichtig, dass sie dann zur Verfügung stehen, wenn etwas ist. Weil es ist dann, wenn wir den brauchen. Und gerade in unserem Zweig von alternativen und ganzheitlichen Methoden, da brauchen wir den Therapeuten, weil es manchmal eben nicht diese gerade Linie von Cortison und jetzt ist gut ist. Und wenn dann der Therapeut nicht abkömmlich ist, müssen wir trotzdem in die Klinik und das wollen wir doch nicht. Also schau, wie arbeitet der Therapeut, ist er da für mich, auch im Notfall, wenn er in den Ferien ist, ist da jemand, der wirklich auch diesen Notfalldienst übernimmt und wer ist es dann, etc. Einfach, dass du genau weißt, doch, ich bin wirklich hier gut aufgehoben. Ja, und schlussendlich kommen noch die Methoden dazu, resoniert diese Therapiemethode mit mir? Es gibt nicht die Methode, die für alle funktioniert. Und das sage ich wirklich, die schon sehr vieles gelernt hat und vieles hat, aber es gibt und vieles auch selbst ausprobiert hat. Aber es gibt nicht diese eine Methode, die funktioniert. Es gibt nur das, was für dich funktioniert oder für dein Tier. Und das hat ganz viel auch wieder hier mit Resonanz zu tun. Ich hatte gerade in dieser Woche hatte ich ganz viele Telefonate auch über das Thema Misteltherapie.
Und auch da, es resoniert mit dir oder nicht. Wenn es nicht resoniert, ist das nicht die richtige Therapie für dich. Es gibt Menschen, die fühlen sich sehr wohl in diesem Konstrukt der Schulmedizin mit Chemotherapien und Bestrahlungen. Die brauchen das, das nützt dort auch. Das ist das Richtige. Wenn das aber für dich nicht stimmig sich anfühlt, dir mehr Angst macht, dann musst du das nicht tun. Es ist deine Entscheidung, wie du mit deinem Tier den Weg gehen möchtest. Wenn das Bioresonanz ist, dann ist es für dich Bioresonanz. Wenn das Homöopathie ist, dann ist es Homöopathie. Und vielleicht muss man das auch mal ausprobieren, um zu schauen, okay, was ist es denn, was für mich stimmig ist? Vielleicht hast du es an dir schon mal ausprobiert. Es ist wirklich wichtig, dass die Methode auch mit dir resoniert. Ich habe im letzten Jahr meines Medizinstudiums auch eine Grundausbildung zur Akupunktur gemacht an der Universität Gießen. Weil ich dachte, ah, das ist doch noch gut, als Tierarzt darf ich ja auch stechen, das dürfen ja andere nicht, und dann mache ich doch Akupunktur. Und ich habe einfach gemerkt, das geht nicht, weil ich selbst mit Akupunktur einfach keine gute Erfahrung gemacht habe. Und das lag nicht am Akupunkteur oder an der Methode, sondern es liegt an mir, dass ich Mühe mit diesen Nadeln habe. Das tut mir einfach weh. Das tut meinem Körper weh. Mein Körper ist dafür einfach nicht gemacht, für Nadeln. Ich brauche etwas, was sanfter ist. Und wie soll ich dann als Therapeut arbeiten mit Nadeln, wenn ich persönlich als Mensch damit nicht gut resoniere? Und deswegen habe ich das dann gelassen und den Weg zur Homöopathie gefunden. Und genauso ist es doch auch für dich. Es gibt Tiere, die reagieren super darauf. Es gibt Menschen, die sind total überzeugt davon und andere, die sagen, zu mir passt das nicht. Und das ist okay. Und deswegen, wenn dir jemand sagt, geh zu dem oder zu dem, dann prüfe auch die Methode für dich. Macht das für dich Sinn? Kann ich damit was anfangen? Kann ich irgend in einem Aspekt meines Seins darauf vertrauen? Kann ich da reingehen? Oder finde ich das sowieso Habakuk und mache es einfach mal, damit ich es auch noch gemacht habe und weil mir das schon 3 Personen empfohlen haben, aber eigentlich finde ich es Müll. Weil dann musst du deine Zeit und Energie da nicht investieren, weil ich weiß, dass Menschen, die noch nicht an dem Punkt sind oder in dem Moment nicht an dem Punkt sind, wo sie sagen, hey, die Homöopathie zum Beispiel ist für mich ein Weg, den ich für mich gehen kann, den mich interessiert, da fühle ich was, irgendwie glaube ich das, dann können wir reden und machen, was wir wollen. Man findet immer das Nicht-Funktionieren darin. Und es gibt wirklich hier Halter, die ich sehe den Riesenunterschied. Ich sehe, wie sich das Tier entwickelt und es kommt immer ein aber das ist noch nicht gut, aber das ist noch nicht gut. Weil sie sich immer bestätigen möchten in ihrem Glauben, dass es doch nur die Schulmedizin sein kann. Und das ist völlig in Ordnung, nur ist es dann bei uns an der falschen Stelle. Und dann finde ich so, dann investier doch bitte die Zeit an einem anderen Ort. Und auch für mich bleibt dann mehr Zeit für Menschen übrig, die wirklich bei uns sein möchten und das auch wirklich verstehen oder zumindest diese Resonanz fühlen. Und das Verstehen, das können wir ja dann noch, diesen Weg, die können wir komplementieren. Aber wenn du selbst da gar nicht in der Resonanz bist, nein. Und nur um sich zu bestätigen, dass es eben nicht funktioniert, musst du nicht das Geld und die Energie ausgeben. Das würde ich lassen, wirklich. Also ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen einen Impuls gegeben, wie du deinen richtigen Therapeuten, deine Praxis findest, wo du wirklich vertrauen kannst. Und wenn wir dich ansprechen, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich finde das total spannend, ich weiß noch nicht so viel, aber irgendwie, es zieht mich, das resoniert mit mir und ich möchte eigentlich noch viel mehr erfahren und ich will so gerne noch mehr wissen, wie ich auch vielleicht selbst noch mehr tun kann und in die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit gehen kann, dann buch doch ein kostenloses Erstgespräch bei uns auf der Homepage und wir lernen uns richtig kennen. Und dann kannst du entscheiden, ob das passt oder nicht.